Krankenschwester lädt Obdachlosen zum Kaffee ein. Am nächsten Morgen steht eine Limousine vor ihrem Haus. Loreana war am Ende. Sie hatte alles versucht, um ihren Job zu überleben. Doch sie kam an den Punkt, an dem sie ihren arroganten Chef nicht mehr ertragen konnte und sagte ihm, was für ein Idiot er sei. Das brachte ihr die Kündigung ein. Und jetzt macht sie sich Sorgen darüber, wie sie es bewältigen würde, ihre Rechnungen zu bezahlen. Ich weiß, es ist schwer, aber ich hatte keine Wahl, erinnerte sie sich, als sie in einem Café saß und ihre Situation beklagte. Loreanas Arbeitsplatz war ein paar Gebäude entfernt und sie ging nach der Arbeit öfter dorthin. Lorena war in ihren Gedanken versunken, als sie plötzlich von einer schwachen Stimme unterbrochen wurde. Bitte entschuldigen Sie mich, Miss. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich den Rest Ihres Kaffee trinke, wenn Sie nicht mehr trinken? Mir ist ein bisschen schlecht vor Kälte, sagte die Person. Lorena blickte auf und sah einen ungepflegten Mann vor sich. An seinem Aussehen zu erkennen, dauerte es nicht lange, bis sie erkannte, dass er ein obdachloser Mann war. Kaffee? Fragte sie verwirrt. Der Mann bemerkte, dass Lorena verloren wirkte, also wiederholte er. Ja, der Kaffee, kann ich den haben? Ja, ich meine, ich wollte ihn sowieso nicht mehr trinken, antwortete sie. Bitte setz dich zu mir, sagte sie. Der Mann nickte, als er Platz nahm. Der Kaffee ist sehr lecker, aber er wäre noch besser gewesen, wenn er heiß gewesen wäre, sagte er und trank einen Schluck. Danke für die Einladung, sagte er. Mein Name ist Jefferson. Gerne, mein Name ist Loreana. Keine Sorge, antwortete sie. Wie ich sehe, stört dich etwas. Nicht, dass ich das Recht hätte, mich in deine Angelegenheiten einzumischen. Aber wenn du dich besser fühlst und einen zum Reden brauchst, ich bin ganz Ohr. Loreana lächelte ein wenig. Eigentlich ist das sehr großzügig von Ihnen. Danke der Nachfrage. Ehrlich gesagt fühle ich mich schrecklich, weil ich meinen Job verloren habe. Ich bin Krankenschwester. Mein Chef machte Ärger bei der Arbeit, also verlor ich die Fassung und schrie ihn an. Als Vergeltung hat er mich gefeuert und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. In letzter Zeit habe ich finanzielle Probleme, das ist alles. Gefeuert zu werden fühlt sich schrecklich an und ein Zusammenbruch ist schlimmer, seufzte sie und bereute es sofort, als sie Jefferson ansah, der in einer schlimmeren Situation war als sie. Es tut mir leid, ich glaube, ich bin zu weit gegangen. Es tut mir leid, wenn ich dich damit gestört habe, sagte er. Nein, nein, hast du nicht, antwortete sie. Ist schon okay, ich hoffe, du fühlst dich jetzt besser, nachdem du es losgeworden bist. Vielen Dank, lass mich etwas zu essen für dich besorgen, bot sie an und war Jefferson für seine Aufmerksamkeit dankbar. Sie bestellte ein Thunfisch-Sandwich und 2 Tassen Kaffee. Während die beiden sich unterhielten und Kaffee tranken, spürte Lorena ihr Herz für eine Weile frei von allen Sorgen. Während ihres Gesprächs lachte Jefferson und sagte, »Wenn ich dein Chef wäre, würde ich dich in einer Limousine besuchen und dich in mein medizinisches Zentrum einstellen. Ich wäre begeistert, dich in mein Team zu haben. Wie konnte jemand eine Person wie dich nur feuern?« Lorena errötete. »Das war alles, was ich heute hören musste. Danke, Jefferson. Ich fühle mich großartig, nachdem ich mit dir gesprochen habe.« Nachdem er seinen Kaffee ausgetrunken hatte, bot Jefferson an, Lorena nach Hause zu begleiten. Lorena akzeptierte es und während sie ging, bemerkte sie, dass Jefferson immer einen beträchtlichen Abstand hinter ihr war. »Siehst du, ich bin ein Obdachloser«, sagte er. »Wenn die Leute herausfinden, dass wir zusammen spazieren gehen, werden sie es vielleicht nicht gut finden und etwas Falsches denken. Schließlich bin ich ein schmutziger, ungepflegter Mann.« Loreana lächelte und nahm seine Hand in ihre. »Es ist mir egal, was andere Leute denken«, sagte sie. »Für mich sind sie ein gutherziger Mann, der mir ein besseres Gefühl gegeben hat und sich in meine Sorgen angehört hat. Ihr Aussehen und ihr Status sind das Unwichtigste, Jefferson. Sie sollten sich nicht so beurteilen lassen. Sie verdienen es, respektiert zu werden.« Jefferson nickte mit Tränen in den Augen. Als sie nach Hause kam, bot Lorena Jefferson an, die Nacht bei ihr zu verbringen und im Gästezimmer zu schlafen. Aber er weigerte sich und sagte, er wolle ihr keinen Stress machen. Stattdessen dankte er ihr und ging fort. Er ist eine so gute Seele, dachte sich Lorena, als sie ihm nachsah, wie er davonging. Ich hätte ihn auch nach seinen Sorgen fragen sollen. Wie konnte ich nur so egoistisch sein? Ich hoffe, wir sehen uns wieder, hoffte sie. In dieser Nacht hatte sie starke Depressionen, als sie alleine zu Hause war. Zu wissen, dass sie keine Arbeit hatte, ging ihr nicht aus dem Kopf und sie weinte sich vor Angst und Sorgen in den Schlaf. Am nächsten Morgen wachte Lorena durch das Klingeln an der Tür auf. Sie zog sich schnell an und beeilte sich, die Tür zu öffnen. Als sie die Tür öffnete, sah sie einen eleganten Mann und eine Limousine vor ihrem Haus stehen. »Guten Morgen, Ma'am«, sagte der Mann. »Mein Name ist Samuel und ich werde heute Ihr Fahrer sein. Mein Chef freut sich auf Sie.« Lorena sah ihn von Kopf bis Fuß an und seufzte. »Ich nehme an, Sie haben die falsche Adresse besucht.« »Das glaube ich nicht, Ma'am«, sagte er. »Sind Sie nicht Lorena?« Lorena war völlig verwirrt. Sie kannte niemanden, der sie mit einer Limousine abholen würde, aber sie wollte der Sache auf den Grund gehen, also machte sie sich schnell fertig, um den Mann zu begleiten.
Aus Angst vor dem Schlimmsten hatte sie den Notruf auf ihrem Telefon gewählt. Aber als die Limousine an eines der modernsten Krankenhäuser in der Stadt anhielt und sie den Besitzer traf, wusste sie, dass es nicht nötig war. Samuel arbeitete für Jefferson. Wie anders und elegant Jefferson in einem Anzug aussah, dachte sie, als Samuel ihr die Autotür öffnete und sie ausstieg. Jefferson erklärte, er sei ein Psychiater, der sich im Rahmen eines Experimentes für seine Forschungen als obdachloser Mann verkleidet habe. Als er Lorena traf, sah er, was für ein guter Mensch sie war und er wollte sie einstellen. Die Leute wissen, wer ich bin, erklärte er. Ruhm hat seine Nachteile. Wenn ich mich als Psychiater an sie wenden würde, wären sie nicht ehrlich zu mir und mein Experiment würde scheitern. Also war dies die einzige Option. Er bot Lorena einen Job an und stellte sie ein. Die Krankenschwester war ihm mehr als dankbar. Freundlichkeit bleibt nie unbelohnt. Ja, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Du magst es vielleicht schwer zu haben, aber anderen geht es immer schlechter, also helfen sie den Bedürftigen. Lorena machte sich Sorgen um ihre finanzielle Situation, nachdem sie entlassen wurde. Aber sie half Jefferson, als er sagte, er sei obdachlos und hungrig. Ja, was hältst du von dieser Geschichte? Schreib mir deine Meinung dazu doch gerne mal in die Kommentare. Und um keines meiner Videos mehr zu verpassen, aktiviere doch gerne die Glocke und schau dir auch gerne meine anderen Videos an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.